Your Turn. Ich bin Katja und hier treffe ich Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Turn. Heute bin ich hier in Bergstedt bei Jack Ocean. Er ist DIY-König und lebt hier mit seiner Familie etwas außerhalb von Hamburg. Ich begleite ihn heute zu einem Geschäftstermin auf die Schanze. Hallo Jack. Moin Katja. Na? Bergstedt, ich war noch nie hier. Ja, warum hat es euch rausgezogen? Du, wir sind damals, als wir vor 10 Jahren die Entscheidung hatten mit 2 Kindern, eine größere Wohnung in der Innenstadt oder ein Haus zu kaufen, etwas außerhalb vom Zentrum. Es ist zwar jetzt mehr Verkehr geworden als noch vor 10 Jahren, aber wir haben trotzdem einen Garten und hohe Lebensqualität. Im Gegensatz zu anderen, die rausziehen und sich Autos anschaffen, seid ihr einen anderen Weg gegangen. Erzähl mal. Ja, das ist wirklich lustig. Wir hatten früher eben, also meine Frau und ich, 2 Autos, jeder ein Auto. Und hier waren auch 3 Stellplätze in der Einfahrt. Also wenn Besuch kam, konnte jeder hier bei uns parken. Und ja, mittlerweile habe ich nur noch so ein Auto-Abo, so für ein paar Sachen, die man vielleicht dann doch braucht, wenn man 2 Kinder hat. Ja, ich habe schon gesehen, hier vor der Tür ist ja ein Fahrradweg und auch direkt eine Bushaltestelle. Wie genau organisiert ihr euch da als Familie? Ja, das ist natürlich purer Zufall gewesen, dass wir genau das Haus bekommen haben, wo die Haltestelle Iland hier vor der Haustür ist. In den letzten 3 Monaten hatten wir natürlich alle das 9-Euro-Ticket. Aber eigentlich machen wir es so, dass wir dann immer uns so eine Tageskarte holen, so nach Bedarf, ne? Weil wir die meisten Sachen dann doch mit dem Fahrrad machen. Als 4-köpfige Familie habt ihr aber bestimmt auch Situationen, wenn ich alleine unterwegs bin, ist es ja sehr flexibel, wo ihr manchmal auch Kompromisse machen müsst. Ja, absolut. Wenn wir zum Beispiel eine größere Reise machen oder so, dann kann ich natürlich mit dem kleinen Wagen nicht fahren, weil es ein kleiner Akku eingebaut ist. Und dann versuchen wir schon, Bahntickets zu organisieren. Wenn die Reise auch tatsächlich etwas in der Zukunft liegt, kann man auch eben diese Sparpreise oder so, sonst wird es halt für eine 4-köpfige Familie recht teuer. Und dann versuchen wir Sachen zu machen, wie zum Beispiel jetzt von den Freunden ein Auto leihen. Also dann gehen wir schon natürlich Kompromisse ein, dass wir halt dann auch mit dem Auto fahren, weil es dann halt auch finanziell einfach besser darstellbar ist. Trotz dieser hohen Spritpreise ist es dann immer noch günstiger, leider. Wenn ich im Zug sitze, kann ich halt alles andere machen, nur nicht mich konzentrieren auf den Verkehr und mich ärgern, dass ich 3 Stunden im Stau stehe vom Elbtunnel und noch nicht mal aus Hamburg draußen. Ja, ja, klassische Situation. Genau, Klassiker. Und so fängt ja schon die meiste Reise ein, wenn man nach Süden fährt, dass man schon in Hamburg im Elbtunnel steckt. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, deinen Garten kennenzulernen und was du so baust. Immer hereinspaziert. Folge mir. Also als wir damals das Haus gekauft haben mit dem Garten, war hier eigentlich nichts. Im Zuge der letzten Jahre habe ich dann halt immer wieder Holz bestellt und dann die erste Terrasse gebaut, die zweite und die Outdoor-Küche. Genau. Und die Corona-Pandemie hat natürlich einiges dazu beigetragen, dass ich noch mehr zu Hause war in den letzten beiden Jahren. Bei der Veränderung von Mobilität spielt ja auch Arbeit eine große Rolle, weil viele Leute zur Arbeit pendeln, viele auch mit dem Auto pendeln. Zum Beispiel arbeite ich jetzt hier in diesem ehemaligen Gartenschuppen, das ich mir zum Büro ausgebaut habe. Und meine Frau arbeitet da oben im Spitzboden, was ich auch dann ausgebaut habe, sodass es da muckelig, warm, gedämmt ist. Die Arbeitswelt hat sich komplett verändert. Gerade für Selbstständige ist es halt wirklich so, dass ich fast nur noch zu Hause arbeite. Ich muss nicht mehr in die Agenturen fahren, nur noch ab und zu. Heute hast du einen Kundentermin. Richtung Schanze geht es für uns ja heute. Genau, und das sind dann halt wirklich klassisch die Tage, wo ich dann auch wirklich Bus und Bahn benutze, weil ich habe es mir 2-mal angetan, mit dem Auto von hier in die Innenstadt zu fahren, und das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal zum Bus und fahren in die Stadt. Wir fahren jetzt in die Stadt, jetzt seid ihr dran. Für euch heißt es Quizzit. Thank you.
Fun Fact? Schöne Unterhaltung auf der Fahrt. Das kann man ja, wenn man alleine ist, vielleicht auch machen, so einen internen Monolog. Wie nutzt du denn die Zeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Machst du da bestimmte Dinge gerne, gar nicht so gerne? Also das ist ja wirklich das Gute, dass man eben nicht mit dem Auto fährt und sich konzentrieren muss, wenn man in die Stadt fährt, sondern man ist ganz entspannt. Ich setze mich dann hin, höre meistens meine Kopfhörer auf, Noise Cancelling, sehr wichtig, und kann dann wirklich entspannen. Ich höre dann Podcasts, die ich mir dann vorher runtergeladen habe. Meistens Kopfhörer auf und Musik oder Podcasts hören. Quality Time, Me Time, genau. Genau, Quality Time, so heißt das, ja, genau. Unsere Zuschauerinnen kennen das schon, die Frage. Was würdest du verändern, wenn du Verkehrswende-Senator von Hamburg wärst? Ich glaube, das, was so die letzten 3 Monate eigentlich gut gezeigt hat, ist das 9-Euro-Ticket. Überall im Munde, super angekommen. Etwas, was man früher nie gedacht hätte, dass sowas in Deutschland möglich ist. Relativ unbürokratisch, wirklich ein Ticket zu lösen, ohne das ganze Gehassel mit den Tarifsystemen und wie viele Kreise muss ich wählen. Man könnte hier einsteigen und theoretisch bis München fahren. Ich glaube, das würde ich tatsächlich wieder ganz schnell einführen. Es war natürlich der Wahnsinn, um einfach auch gesellschaftlich so eine Teilhabe zu ermöglichen, ne, von vielen Leuten. Und dann würde ich ganz persönlich für mich die Taktung der Busse ein bisschen erhöhen, weil es tatsächlich da draußen bei mir so ist, dass dann die Busse meistens nur noch im 20-Minuten-Takt fahren. Was okay ist, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, es gibt noch ländlichere Gegenden, wo es noch seltener fährt. Sind wir Bus gefahren, S-Bahn gefahren, dann lass uns doch mal U-Bahn testen. Jetzt fahren wir die U-Bahn, genau. Ganz entspannt hierher gekommen, oder? Du gehst, glaube ich, jetzt Richtung Schanze zu deinem Kunden. Genau. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank. Und danke für die Zeit mit dir. Gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und ich glaube, wir haben heute so ein bisschen gezeigt, dass auch lange Strecken mit dem Nahverkehr echt spannend sein können. Wir bleiben einfach gemeinsam in Bewegung bis zur nächsten Folge.